Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin vor ungefähr 5 Minuten aufgewacht und werde heute ein bisschen vloggen, habe ich mir vorgenommen. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt noch nicht so energiegeladen rede, weil ich bin so müde. Auf jeden Fall, ich habe heute tatsächlich erst zu dritten an, deswegen konnte ich auch ein bisschen mehr schlafen als sonst. Und ich habe heute auch nicht so lange Schule und heute ist Freitag. Das heißt, ich muss nachmittags keine Hausaufgaben machen und habe dann hoffentlich ein bisschen Zeit, ein paar Sachen zu erledigen und auch einfach Zeit für mich zu nehmen. Und ich dachte, ich nehme euch dabei mit. Oh mein Gott, Leute, diese Creme riecht so unfassbar gut. Ich würde euch ja zeigen, von wo ich sie habe, aber ich habe die irgendwas Korea. Ich kenne nicht mal die Marke. Oh, es riecht so gut, ich liebe es. Leute, ihr könnt euch nicht ansatzweise vorstellen, wie unfassbar glücklich. Ich bin gestern, wurde einfach mein TikTok-Account wieder entsperrt. Und ich war wirklich so glücklich und erleichtert und auch dankbar an euch, weil ihr habt mich in der Zeit richtig krass unterstützt. Ne? Ich habe erst gemerkt, was für eine krasse Community ich habe in dieser Zeit. Also danke nochmal an jeden Einzelnen davon, der erstens meinem zweiten Account gefolgt hat oder mir auch auf Instagram oder YouTube folgt. Und auch an die Leute, die mir so süße Nachrichten geschrieben haben. Ich habe euch wirklich, wirklich lieb. Ich hatte gerade so unfassbar Durst. Normalerweise muss ich mich immer morgens zwingen, Wasser zu trinken. Aber gerade ging es voll gut runter. Okay, also ich schreibe mir morgens immer eine To-Do-Liste und ich habe dafür voll das süße Heft. Seht ihr das? Okay, wow, in dem Licht hat man es gerade gar nicht gesehen, aber das ist wirklich voll süß. Und da werde ich einfach heute ein paar Punkte reinschreiben, die ich heute machen möchte oder was ich noch zu tun habe. Ob ich dann alles schaffe, ist eine andere Frage. Leute, wir werden jetzt zusammen ein Outfit planen. Eigentlich wollte ich das mit euch zusammen machen, aber ich habe bereits was im Kopf und das werde ich jetzt auch machen. Okay, das hier ist die Schlaghose, die ich erstmal anziehen werde. Und ja, hallo, man sieht mich im Spiegel. Also einmal die Schlaghose. Und dazu werde ich dieses Top hier anziehen. Das sieht zwar ein bisschen kurz aus. Es ist auch sehr, sehr kurz, aber es sieht wirklich süß aus. Und darüber werde ich dann diesen blauen Oberteil, was auch immer das ist, anziehen. Okay, Friends, ich habe diese Szene eigentlich gerade eben schon gedreht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Auf jeden Fall, das hier ist mein Outfit. Ich habe halt einfach diese Schlaghose angezogen und dann halt dieses Crop-Top darüber, das relativ kurz ist. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm, weil ich halt diese Jacke, eigentlich ist ein Pullover, ich kann das auch zumachen. Ich finde, dann sieht es nicht mehr so cool aus. Und ich habe sogar einen passenden Haarband drin. Ich finde es voll süß. Okay, Leute, wenn ich hier mein Handy hinstelle, sollte man mein ganzes Outfit sehen. Es ist auf jeden Fall eine Schlaghose. Und ja, was halten wir von dem Outfit? Okay, Friends, ich frühstücke gerade. Ich habe gerade eigentlich schon irgendwelche Brote gegessen, aber ich habe immer noch Hunger. Kaffee. Und ich stelle euch jetzt meine Brotdose vor. Eigentlich wollte ich sie mit euch zusammen packen, aber da war meine Putzfrau, unsere Putzfrau war gerade in der Küche und da wollte ich dann logischerweise nicht filmen. Also erstmal habe ich mir so ein Milchbrötchen gemacht und ich habe da einfach SZ-Schokolade reingemacht. Die ist zwar hart, aber das ist egal. Und ja, ich habe da einmal abgebissen, lasst mich in Ruhe, weil meine Freundin hat das einmal so mit in die Schule genommen und es war so lecker, deswegen wollte ich das auch ausprobieren. Dann habe ich ganz viele Cracker hier, das sind irgendwelche Salzcracker, die sind voll lecker. Kinder Country, ich liebe Kinder Country. Und noch so ein Baby-Quetsch. Ich habe vergessen, wie die heißen. Das ist irgendein Früchtepüree. Keine Ahnung, ist lecker. Und das nehme ich so mit in die Schule und Kaugummis. Ich schaue jetzt gerade noch ein bisschen YouTube. Also ich habe da zwei verschiedene Videos, aber ich schaue mir nur das gerade an. Ja, ich schaue mir irgendwelche Morgenroutinen von anderen Leuten an. Ich mag die so gern, Morgenroutinen anzuschauen. Fragt mich nicht. Okay, also eventuell habe ich jetzt wieder ein bisschen verkackt und ich bin zu spät, aber das kriegen wir alles hin. Ich habe zwei Brotdosen hier drin, das kann doch wohl nicht wahr sein. Meine Brotdose brauche ich. Uah, mein armes Handy. Mein iPad, auf keinen Fall vergessen, also meine ganzen Hausaufgaben und Dokumente. Mein Taschenrechner. Ich habe nicht mal meine Stifte eingepackt, perfekt. Die müssen auch rein. Mein To-Do-Kalender. Das Mathebuch muss ich eigentlich auch mitnehmen, aber das ist so fett, darauf habe ich echt keinen Bock. Mein Handy fällt gleich wieder runter, oder? Sieht so aus. Ja. Wasser muss ich noch mitnehmen, Mist. Okay, Wasser aufgefüllt, das kommt auch noch rein. Und das war's dann eigentlich auch schon. Okay, perfekt, Friends, ich bin dann eigentlich auch schon ready. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen.
Okay, Leute, wisst ihr was? Ich schaff das. Ich schaff das. Ich hab alles unter Kontrolle. Wir ignorieren bitte meine Schuhe, weil die sind ein bisschen sehr dreckig, aber egal. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, mich heute nicht zu schminken, weil ich weiß nicht, ich habe mich auch ungeschminkt für die gefühlt. Auf dem Weg zur Schule. Ich merke gerade, dass es vielleicht doch ein bisschen kalt ist, aber egal. Ich laufe übrigens jeden Tag in die Schule, weil meine Schule ist nur 5 Minuten von mir entfernt. Wünsche mir heute Glück in der Schule. Hallo, hallo. Ja, Rika. Gehst du? Ich hätte mal gefragt. Ja, du Knecht hier. Oh, danke, danke, du bist ein Schatz. Okay, Friends, es tut mir leid, ich habe in der Schule um 11 Uhr nicht so viel mitgefilmt. Ich esse jetzt auf jeden Fall Pizza, schon mein letztes Stück, weil ich alles aufgegessen habe. Der Grund, ich kann auch nicht essen. Und dabei schaue ich weiter YouTube. Danach müssen wir zum Rossmann gehen, Leute. Okay, also, ich muss ein paar Sachen besorgen beim Rossmann und ich muss in die Post gehen, eure Fanpost abholen. Und dann die Leute, die sich fragen, warum ich Auto fahre. Ich habe einen Führerschein, ich bin 18, okay, also bitte bringt mich nicht um. Ich hoffe, das Handy fällt nicht gleich um. Ich wusste es. Das war's. Das war's. Okay, ich bin jetzt gerade beim Rossmann. Ich weiß, es sieht super komisch aus. Ihr braucht mir das nicht sagen. Wartet. Ja, so sieht man mich jetzt besser. Auf jeden Fall mache ich mir gerade Locken. Und ich sag euch, die werden so unfassbar schön, weil das sind keine richtigen Locken, sondern nur so Locken, die halt unten da sind. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß nicht, ich finde das so satisfying zu machen. Ich zeige euch das mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme mein Glätteisen und bis zur Hälfte ungefähr glätte ich meine Haare einfach nur. Und dann ab einem bestimmten Punkt mache ich mir diese Locken rein mit dem Glätteisen, aber ungefähr so. Seht ihr das? Dann nehme ich mir so eine Rolle, das ist jetzt diesmal eine kleinere, wickel das Ganze rum und drehe sie auf, sodass die auch ein bisschen länger hält. So. Fixiere ich das Ganze und so hält das und dann sehe ich aus wie eine Oma. These in mind, because otherwise it's going to be 10 times harder. Once you admit that actually, like, oh no, this is the way I work best, and start working with that in mind rather than against that. Okay, also Friends, ich bin gerade dabei, mein Make-up zu machen. Das werde ich jetzt nämlich hier mitfilmen, weil ich gerade dazu einen TikTok drehe. Ich sehe einfach aus wie meine Oma. Die trägt auch immer diese Lockenwickler. Aber ich feiere es voll. Genau, ich mache jetzt gerade meine Augenbrauen. Ich habe eine Base aufgetragen, eigentlich nur Concealer. Und dann habe ich hier überall so Bronzer hingebracht. Das war ein bisschen schwierig, weil ich halt immer diese Lockenwickler so hoch machen musste. Aber es war möglich. So, it doesn't matter. Ich muss tatsächlich erst um 9.30 Uhr einfach fertig sein. Die Party beginnt eigentlich um 8. Aber meine Freundin und ich wollen lieber zu spät kommen, weil am Anfang ist es manchmal ein bisschen langweilig und wir kennen die Leute auch nicht so gut dort. Und ich gehe halt auch nicht auf einen Geburtstag. Habe ich überhaupt schon erzählt? Ich mache mich gerade fertig für einen Geburtstag. Hä? Auf jeden Fall, der Geburtstag ist halt nicht von einer Person, die ich kenne. Deswegen, also ich kenne sie schon, aber ich bin nicht so gut mit ihr befreundet. Deswegen brauche ich auch nicht so früh zu kommen. Ich habe natürlich trotzdem ein Geschenk, weil ich nicht unhöflich bin. Und Fun Fact, wir gehen zuerst auf den Ehrengeburtstag und dann später auf den anderen. Kommt zwar ein bisschen arschlochmäßig rüber, wenn wir dann einfach abziehen, aber das ist nicht so schlimm, weil alle anderen Leute tun das auch. Der Typ, der Geburtstag hat, tut mir ein bisschen leid. Aber Leute, es kommt nicht drauf an, wie lang euer Geburtstag geht, sondern wie schön er generell ist für die Leute. Und wenn es lustig ist, vielleicht bleiben wir sogar. Nein, werden wir nicht, weil ich muss auf den anderen Geburtstag auch noch gehen. Ich liebe diesen Highlighter, Leute. Er ist so krass. Schaut mal bitte, das ist nicht mein Highlighter, das ist irgendwie Lidschatten. Ist mir egal, ich benutze ihn immer als Highlighter. Okay, mein Make-up ist soweit fertig und ey Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht gut aussieht. Nur meine Lippen muss ich später noch machen und ich habe mich auch schon umgezogen. Ich kann euch versuchen, euch das Outfit zu zeigen. Ich habe noch so Kniestrümpfe an. Darunter habe ich natürlich auch eine Hose an. Aber ich muss überlegen, ich glaube, ich werde eine andere Farbe von Strumpfhose anziehen, weil das passt irgendwie nicht so gut. Ich zeige euch am Ende auf jeden Fall noch das Ergebnis, wenn ich meine Haare aufgemacht habe. Natürlich habe ich vergessen, weiter zu filmen und ich habe dieses Video dann nie zu Ende gedreht. Das tut mir so unfassbar leid. Auf jeden Fall habe ich euch deswegen einfach irgendwelche TikToks eingeblendet, wo ich halt gezeigt habe, wie meine Haare am Ende aussahen. Ich hoffe auf jeden Fall, mein Video hat euch gefallen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Ciao, habt noch einen schönen Tag.